Hallo zusammen, ich bin der Luca. Ich habe heute beim Go Grand Prix in Halle beim AC1 die Top 8 erreicht. Hab Chaos Turbo gespielt, bin in den Swiss 5-2 gegangen, dann noch Top 8 mit als 8. Platz erreicht. Genau, und ja, war ein guter Tag, hat Spaß gemacht. Ich zeige euch mal mein Deck. Also, ich habe standardmäßig gespielt 3 Chaos Monster. Dazu 3 Thunder Dragons, 3 Spice, 2 Dekos, 2 Moths, 2 Nidus Silence, also so Standard Flipper Lineup und Chaos Monster eben. Dann als One-Off ein Breaker, ein Tribe, Sangan und ein Servant. Das waren die Monster. Dann Trinity natürlich. Zwei Upstarts, zwei Nox und als One-Off ein Heavy, eine Card Destruction und ein Snatch. Kein MST Main, der war im Side. So, Feinkarten waren drei Dust Shoots und drei Chars. Zwei Phoenix Wing Wind Blast, fand ich besser als Reiki Break. Ist einfach vom Tempo her, finde ich die besser so. Und dann standardmäßig noch ein paar Removal Traps, TT Mirror Force und Ring. Standard einfach. 40 Karten? 40 Karten Main Deck, genau. Dann Side Deck habe ich gespielt einen Kaiku. Der war stabil. Hab zweimal den erfahrenen Dunkle Magier gespielt. Da würde ich vielleicht einen zweiten Kaiku spielen. Aber die waren eigentlich auch heute ganz stabil soweit. Dann ein Tsukuyomi-Side. Dann, ich habe mit viel Chaos Turbo Mirrors gerechnet, deswegen auch drei Mind Controls im Side. War ganz gut. Dann der MST und die Schwerter gegen Aggro-Decks. Und dann für Time habe ich gespielt zwei Vogs und Ceasefire. Das war heute eine gute Karte. Würde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Und noch drei Sakurizu-Rüstungen. 15 Karten im Side-Deck. Keine Meta, also braucht man auch keinen Genau, kein extra extra Deck. Also ist ganz normale Standardliste, würde ich sagen. Lässt sich gut durchcyclen. Ja, hat Spaß gemacht. Und genau, probiert die Liste mal aus. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Deckprofil und gute Heimreise nach Nürnberg. Danke dir.